Komm, wir spielen ein Spiel. Und, ich mag dieses Kissen wirklich nicht. Wir spielen ein Spiel, da habe ich vergessen, wie das genau heißt. Das ist so ein bisschen so ein, das ist ein richtig langer Name. Komplizierter Name, ne? Das heißt, Home is where irgendwas. Home is von wo ich meinen Gegenstand hab. Ja, das sollte, die Redaktion hat gedacht, der Anfang soll so sein wie du und danach haben die das so vollendet, wie die sich vorgestellt haben, wie ich das sage. Ja, wir haben uns nicht so vorgestellt. Ja, ja. Dass du so ein bisschen so, ja. Ja, dass du nicht richtig reden kannst, dachten wir. So stellt sich die Redaktion mich vor. Ja, so bist du so, ja genau, das ist so witzig, so mit ich und so haben wir so gedacht, bist du so. Weil ich aus Berlin bin, wa? Na? Verstehst aber, du klar? War die Idee verstehst dahinter. Du das eigentlich? Ja. Hier gerade mit die Redaktion. Das habe ich verstanden, ja. Ist nicht dein erstes Programm sogar was mit ich? Komm, hör auf. So weit ist es nämlich nicht hergeholt, ne? Ja. Ja. So, sehr gut, vielen Dank. Ja, auf dich ist Verlass, mein Freund. Sehr gerne. Wir spielen jetzt Home is where. Jetzt auch hier mit dem Preis. So, Home is where ich, von wo ich meinen Gegenstand hab, oder wie das heißt. Ha? Los, jedes. Berlin, war, ich liebe dir, oder? Ja, ich auch. So, also, wir spielen jetzt folgendes Spiel. Wir haben hier drei Kisten, ja? Goldene und silberne Kisten, ne? Deine sind Silber, meine sind Gold und da sind Gegenstände drin, die vielleicht von uns zu Hause sind. Vielleicht. Es kann nämlich auch sein, dass die Redaktion irgendwas da reingetan hat und wir müssen dann spontan improvisieren und den anderen davon überzeugen, dass das wirklich von uns zu Hause ist, selbst wenn es nicht stimmt und der muss rausfinden, wird gelogen oder wird hier die Wahrheit gesprochen. Du hast drei Gegenstände mitgebracht, ich auch. Und jetzt wissen wir aber nicht, was genau die Redaktion jetzt ausgetauscht hat und was nicht. Okay. Ne? Und dann müssen wir das dann aufdecken und so gibt's Punkte. So. So. Gut, wer fängt an, Icke oder? Ja, du kannst anfangen, wie du willst, ja, genau. Ich will nicht anfangen. Ja, doch, sollst du aber, weil du bist der Gast, du fängst an. Darf ich mir eine Kiste aussuchen, weiß welcher ich anfange? Ja, ja, kannst du mal. Fang an, ja, fang mit der, vielleicht mit der... Wir fangen mit der Kleinen an. Fangen mit der Kleinen an. Na gut. Und du musst, kannst mir ja sagen, wo das steht, was das für ein Gegenstand ist, warum der besonders ist für dich. So mich überzeugen einfach, ne? Dass das wirklich von dir privat zu Hause aus der Wohnung ist. Okay. Gut. Wir haben hier ein Quietscheentchen im Dündel. Ja. Mit Titten. Ja, kann ich wohl sehen. Sehr, sehr detailliert. Und das habe ich mir aus München im... Ich war mal in so einem unnötig teuren Hotel. Wie heißt denn das? Dieses Ding da, wo, die, wo auch dieser alberne Filmball ist. Sofitel. Nee, Bayerischer Hof. Bayerischer Hof. Ja. Im Bayerischen Hof, da habe ich für viel zu viel Geld in einem Zimmer gepennt, was ich nicht gut fand. Und da stand auf der Badewanne, war das Ding. Und da dachte ich mir, ey, für das Scheißzimmer, jetzt klaue ich euch die Ente. Und die steht jetzt mittlerweile bei mir im Gäste-WC. Und immer, wenn Gäste da sind, dürfen die der Ente einmal auf MeToo-Basis in den Ausschnitt starren. Okay, ich glaube das nicht. Warum nicht? Das letzte, ich bin in den normalen Hotels. Das letzte Mal, als ich im Bayerischen Hof habe, durfte ich in der Gottschalk-Suite pennen. Da findet man ganz andere Sachen hinter der Tür. Aber ich habe sowas auch schon mal in einem Hotel gesehen. Tatsächlich, aber nicht im, ich glaube nicht im Bayerischen Hof. Ich glaube, das gibt es da nicht im Bayerischen Hof. Und ich glaube auch nicht, dass du so einer bist, der das dann zu Hause noch mal extra wieder auspackt und irgendwo hinstellt und so. Da gehört so ein bisschen Achtsamkeit dazu. Nein, aber am Klauen scheitert es nicht. Also am Akt des Klauens. Nee, das glaube ich. Ja, ja, aber das dann so süß wieder irgendwo hinstellen und so. Da bin ich mir unsicher. Deswegen zeig mir mal das Schild. Ich glaube es nicht. Ernsthaft? Ja. Steht in meinem Gäste-WC und die komplette Geschichte ist wahr. Okay. Ich habe sogar noch den passenden Mann dazu. Okay. Das ist einfach so ein dicker Enterich, mit, der hat sogar ein Bier im Flügel. Und das ist wiederum süß. Das ist niedlich, ja. Das hätte ich auch mitgenommen. Aber ich dachte, wenn im ich Set hätte es mich überzeugt. Ja, deswegen. Ja. So klar. Hier, ich lasse das als Mahnmal hier stehen. Sehr gut. Home is where ich dieses Zeug hier hergekriegt habe oder so heißt das Spiel. Habe ich vergessen. Und ich nehme jetzt auch erstmal die kleine Schachtel und guck mal, was da drin ist. Und du musst dann sagen, spreche ich hier die Wahrheit. So. Das ist, das ist eine Uhr. Ja. Das ist tatsächlich ein Erbstück. Mein Vater hat die Frechheit besessen, mir eine gefakte Rolex zu vererben. Also nicht absichtlich, sondern die habe ich halt gefunden. Also du hast die geklaut oder was? Nee, die hat er wohl geklaut, nehme ich an. Also, weil, mein also, Vater hat die gestohlen und die dann vererbt. Ja, ja, mein Vater hat, habe ich erst gefreut, habe also sehr viele so eine Uhren gesehen. Ja. Und dann habe ich, Wo kommst du her? Du kommst irgendwie aus
Hildesheim oder sowas, war? Es ist exakt dasselbe. Also ich würde nicht merken, dass ich in Hildesheim bin, aber ich komme aus Oldenburg. Oldenburg. Aber es ist genau ist exakt dasselbe. Dasselbe, oder? Es ist exakt dasselbe. Wie gesagt, viele Hildesheimer wissen nicht, dass ich keine Oldenburger sind, andersrum. Das ist jetzt auch keine Hehlerstadt, ey. Ich glaube, du lügst mich an, Lars. Du guckst mir in die Augen und lügst mich dabei an. Wie heiß ich? Du lügst, du lügst. So. So. Aber mein Vater hat das wirklich, das war nicht diese hier. Ja, mein Vater hat tatsächlich mir eine gefakte Tag-Heuer-Uhr und die habe ich einmal mir angeguckt, dass der Knopf hier so abgefallen, da wusste ich, das ist nichts. Aber diese Rolex hast du noch nie gesehen, ne? Die habe ich noch nie gesehen, nee. Wo ist denn die her eigentlich? Aber die läuft noch. Ja, das heißt, die ist aber, sieh, tickt guck mal. Die oder läuft der Zeiger durch? Ja, nee, die tickt, das ist schon ganz in Ordnung, aber das Rolex ist nicht ganz bündig geschrieben. Also, man braucht jetzt nicht die Wristbusters. Oder komische Typo. Ja, ja, ist nix. Okay, ja, klar, damit habe ich mein 1-0 zementiert. Ja, jetzt. Und werde jetzt ausholen. Mach deinen ausbauen. Kasten da auf. Ich will jetzt die große machen, okay? Ja, ja, wie du willst. Und der Dealer könnte der nächste Typ sein, der diese Kisten einstellt. Ja. Ist doch mega. Ja. Naja, klar. Einfach auch mal das machen. Ich lasse die immer noch hier stehen, damit du noch das siehst. Und jetzt fange ich an hier. So, Klaas, hier ist nämlich folgendes. Ein Vogel. Das ist eine Lampe. Glaube ich, eine Vogellampe. Mhm. Glaubst und du oder nächste? Die ist, das ist so ein Designerstück. Und das ist hier so ein Drahtgestell. Also du kennst vielleicht diese Hipster-Tattoos? Mhm. So von so Vögeln. Und das ist quasi das mit Stoff drüber. Mhm. Und da ist eine Lampe drin und die kann man so anmachen. Und die habe ich mir, glaube ich, in Marburg gekauft, als ich da noch studiert habe. Mhm. Von einem meiner ersten Gagen, die nicht mehr zweistellig war. Kaufst du erstmal eine Vogellampe? Dachte mir so, jetzt ist auch mal der Moment für so eine Designer-Vogellampe. Ich habe sie noch nie benutzt. Aber sie steht bei mir im Vorflur und ist einfach auf eine Art ein Hingucker. Nicht so ein ah, okay, sondern so ein Also das ist ein guter Opener, kann aber auch direkt ein Closer sein, wenn man eine Frau mit nach Hause bringt. Könnte sein. Also was ich sagen will ist, das kann natürlich sein, dass du das jetzt extra gemacht hast, aber ich nehme jetzt einfach ein Indiz, woran ich dann meine Entscheidung begründe, dass ich glaube, dass du mir Quatsch erzählst, weil du zweimal gesagt hast, dass du das glaubst. Mhm. Weil du nicht so richtig weißt, ich glaube, ich habe mir die gekauft. Ich glaube, das ist hier so ein Vogel. Echt, ja? Ja, du hast zweimal gesagt, ich glaube, und deswegen glaube ich dir das nicht. Trommelwirbel. Ist echt? Ist echt? Hast du keinen festen Ort? Stellst du die auch noch um, so freakig? Ja, na, weil die ist ja offensichtlich scheiße. Irgendwie schaffe ich es nicht, die wegzuschmeißen. Die ist immer mal woanders und jetzt gerade ist sie in meinem Vorflur. Ja. Die komplette Geschichte stimmt und das, glaube ich, habe ich natürlich gesagt, damit du denkst, dass ich mir das gerade ausdenke und du bist auch noch reingefallen darauf. Ja, du merkst halt, ich kann deine Doofheit noch nicht gut leveln. Ja. Ja, ja. Deswegen, ich weiß nicht, wo ich da ansetze. Das nächste Mal stelle ich jetzt richtig nah hier hin. Ja. So. Haben wir Strom, dann können wir den noch so provokant anmachen. Das können wir mal schauen. Meinst du, die kann auch so richtig frech leuchten? Ich glaube, das sieht auch, die Lampe ist so in der Mitte und sieht so aus, als wenn der Vogel brütet dadurch. Weißt du, als wenn er so auf seinem Ei sitzt. Ach so, so ein Leuchtei, ja. So wie Till Lindemann. Genau, ja. Ja, auch mein erster Vergleich gewesen. Ja. Der leuchtet auch immer von innen, aber meistens aus dem Mund. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier in diese Kiste hier rein. Guck mich an dabei. So. Diesen kleinen Kollegen hier. Ja. Das Folgende passiert. Das wirst du vielleicht kennen als Berliner. Mir ist das erst vor wenigen Jahren passiert, als ich in Kreuzberg gewohnt habe. Mhm. Da gibt es die Wiener Straße. Ja. Ja, und da gibt es so allerhand so Verrückte, die da rumlaufen. Ne? Und ich bin jemand, ich ziehe magnetisch Verrückte an, die mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Und ich bin dann immer so freundlich und höre mir das dann alles an. Und dann komme ich aus diesem Würgegriff von so Laberflash-Verrückten, komme ich da nicht mehr raus. Und so ist mir das auch gegangen. Und ein Verrückter, der mich also stundenlang vollgequatscht hat, hat mir am Ende, dafür, dass ich ihm so lieb zugehört habe, dieses Ding hier geschenkt. Und das ist natürlich jetzt keine Schönheit. Und es ist jetzt auch nichts, apropos, wenn man also irgendwie Eindruck machen will, wenn ein Besuch kommt, ne, dann kommt das eher weg. Ja. Aber ich hatte den schon oft in der Hand. Und jetzt mal eine Sache. Ja.
ich will den wegschmeißen, ja? Hab den in der Hand. Und dann macht er das. Der ist so süß. Den kann man doch nicht wegschmeißen. Guck mal, wie der dich anguckt. Stell mal vor, der liegt so im Mülleimer. Und dann geht der Deckel drauf. Das ist doch unmöglich. Aber der sieht richtig creepy aus. Aber der sieht so super lieb aus. Findest du? Ich finde, der sollte nicht in der Nähe von Kindern sein. So, der ist wie ein Kind für mich. Ja, aber kein gutes Kind. Ja, du lügst. Ja, dann gib mal deinen Tipp ab. Du hast mich angelogen, Klaas. Weißt du, woran ich es gemerkt habe? Ja, sag mal. An allem. Was? In deinem Arbeitszimmer? Ja, jede Scheiße, die in der Wohnung nicht stehen darf, muss in mein Arbeitszimmer. Arbeitszimmer ist sozusagen der Müllraum, wo ich alles, was zu hässlich ist für den Rest der Wohnung, muss in mein Arbeitszimmer. Also alles, was mir gehört. Alles, was mir gehört, kommt in mein Arbeitszimmer. Das heißt, das ist doch deins. Tu das doch in dein Arbeitszimmer. Und dann stehen halt diese ganzen Sachen. Das ist ein Panoptikum des Schreckens und diese Geschichte stimmt. Ah ja, dann mach ich mal hier noch eine Runde, oder? So. Übrigens, die Livecam, die seht ihr immer noch, ne? Ihr könnt da raufgucken, da seht ihr also, wie es aussieht. Da kommt gerade ein Auto zum Beispiel. Oh. Das fährt aber in die andere Richtung. Der bremst aber. Können wir das mal Vollbild angucken? Was hat die Polizei? Ach nee, ADAC. Das würde ich das sagen, also der mit den Lampen wäre für einen Drogendealer ein bisschen auffällig. Ne? Klar, der wird gefunden, aber vom. Oh Gott, alle Lampen an. Wir gucken gleich hin. So, jetzt, ich will die Kiste jetzt sehen. Ich muss jetzt meinen. Tja, bist du bereit? Ja. So, Klaas, ich hab dir noch eine Grußkarte mitgebracht. Ich war früher tatsächlich so ein Postkartentyp. Weil ich irgendwie das selber mag, Postkarten zu kriegen, habe ich auch mal eine Zeit lang immer Postkarten verschickt. Und hier habe ich auch eine Postkarte bekommen, die ich irgendwie aufbewahrt habe, weil Celle ist ja lustigerweise auch da bei dir in der Gegend. Ja. Und ich hatte früher mal eine Faszination für Celle. Und zwar aus dem, kannst du dich noch an dieses ganz schlimme Zugunglück da erinnern? In Eschede. In Eschede, ja. In der Nähe von Celle. Ja. Und das war, als ich ein Kind war. Und ich fand das Wort Celle irgendwie, das fand ich irgendwie klasse. Ja. Und dann habe ich hier mal eine Karte aus Celle bekommen. Lieber Felix, deine Tante Ilse und Onkel Werner grüßen dich aus dem schönen Celle. Ich denke viel darüber nach, was du am See erzählt hast. Das war die Geschichte mit dem Zugunglück. Dafür ist das Taschengeld auch gedacht, weil ich mir das selber mal angucken wollte. Und das ist die Karte. Und ich habe bei mir am Kühlschrank einfach so ein paar so Magneten. Moment mal, also dein Taschengeld ist gedacht für die Reparationszahlung der Deutschen Bahn, oder? Nein, für so Spielzeugzüge. Ich wollte so als Kind, kennst du dich, ich bin als Kind immer so in dem großen Bussen hier durch Berlin gefahren, wenn du so Leute totfahren gespielt hast, weil das von oben perspektivisch so aussieht. Und das wollte ich mit den Zügen auch spielen. Also zu deinem Schutz möchte ich diese Runde beenden. Das ist doch normal, oder? Ja, das ist genau das, wenn man reinkommt und sagt, habt ihr das auch nicht? Und 400 Leute sagen nein. Ja. Ja. Also Celle hat eine tolle... Wie ist denn da überhaupt in Celle, da, die Innenstadt, wie ist denn die? Ist die... Ja, ich war nicht da. Das ist eine Karte aus Celle, aber es ist so Fachwerk. Das ist ganz schön. Das ist halt Niedersachsen, willst du sagen, aber... Also ich glaube, du denkst dir extra so eine beschissene Geschichte aus, die halt so hinten und vorne nicht zusammenpasst, dass du irgendwie so emotionalisiert von einem Zugunglück an einem See davon erzählst und dafür dann Geld kriegst, für so, dass du selber spielen kannst und so. Also alles Quatsch. Also das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass ich mir das ausgedacht habe. Nein, ich glaube, dass die Karte hast du wirklich bekommen und das stimmt alles, aber ich glaube, diese ganze Geschichte drumherum, also ich hoffe für dich, dass sie nicht stimmt. Ja. So. Also was jetzt? Ja, die Karte ist echt, aber die Geschichte hast du dir extra ausgedacht, damit ich aufs Glatteis geführt werde. Gut, okay, also es war also alles Quatsch. Ja? Es war komplett frei erfunden. Hast du denn mittendrin auch gemerkt, dass du hier einen sonderbaren Weg jetzt gehst? Ich habe mich verrannt. Willst du dich entschuldigen? Also spätestens, als ich aus meinem Mund das Wort Zugunglück gehört habe, dachte ich mir, das geht hier gerade einen komischen Weg. Aber ich habe gewonnen. Kostet es, was es wolle. Ja, also gut, da ist das nicht vorhandene Publikum, hat hier sehr gut die peinliche Stille dargestellt. Aber ich fand es richtig gut, dass mir Eschede eingefallen ist. Ja, ja, also ja, so ja, super. Fachwörter. Perfekter Moment. Toll. Hashtag Good Times, hat Spaß. So. So, okay, pass auf. Andersrum. Nee. Ah, nee, ist richtig. Okay. So.
So. Das hier ist ein Blinden-Taststock. Oh, das gibt einen Shitstorm auf Twitter. Ja, wieso? Das ist ein ganz normaler. Weil du den jetzt vorführst, aber gar nicht blind bist. Wieso? Ich sage ja nur, was das ist. Es ist ja ein tolles Assistenzgerät für Menschen, die das benötigen. Und deswegen, ich habe das mal bei einem Dreh mal bekommen. Mhm. Wir haben es dann nicht benutzt, weil wir auch das Gefühl hatten, das müssen wir jetzt nicht benutzen, weil das sich auch irgendwie nicht gehört, weil es jetzt gar nicht so witzig ist. Aber das ist Ding jetzt ist auch so nicht über. So schlimm. Nee, es sind aber so Sachen übergeblieben. Ich hatte früher immer, die habe ich jetzt mittlerweile alle nicht mehr zu Hause, aber ich hatte immer so übergebliebene Sachen von so Drehs. Ich hatte mal eine Knarre, ich hatte mal einen Elektroschocker. Also habe ich alles, was ist illegal, habe ich alles abgegeben beim Bundeskanzleramt. Aber trotzdem bleiben manchmal so Sachen über. Und dann hat man so ein unten, was so unten im Schrank liegt. Ne? Mhm. Unten drin im Schrank. Liegt so ausgeklappt im Nee, Schrank. In diesem Ding hier drin. Und da liegt auch noch ein Golfschläger und da liegen auch noch Golfschuhe, tatsächlich richtig ordentliche. Und weißt du, so alte Rucksäcke, die man nicht mehr nimmt, so Eastpak-Rucksäcke, Build to Resist, seit 20 Jahren liegen die da drin. In deinem Arbeitszimmer? Nee, vorne im Flur, da wo auch die Jacken sind, da unten drin, so in der Scheiße-Schublade da unter. Mhm. So. Ist das meiner oder nicht? Ja. Ja, ist es. Und ich sag dir auch warum, Klaas. Weil die Geschichte drumherum so unsagbar langweilig ist. Ja. Ich glaube, also wenn du dir das ausgedacht hast, dann bist du hier wirklich im falschen Job. Ja. Liegt unten im Schrank. So. Ja. Das ist wirklich der langweiligste mögliche Ausgang. Das ist im Schrank. So ist das. Im Schrank ist er. Ich mache mir hier mit Zugunglücken. Ich überlege mir hier richtig Sachen. Ja. Ich bin in meinen Geschichten sterben Leute. Bei dir ist es nicht. Ich weiß. Klaas Wolfer Umlauf, kommen Sie mit mir Shitstorm sicher durch eine Ausgabe Late Night Berlin. Ja, ich habe gewonnen, Klaas. Was kriege ich? Du hast gewonnen. Du darfst erstmal alles behalten, was du mitgebracht hast. Okay, geil. Und ich möchte dir. Ja. Weil ich habe den Eindruck, ich werde ihn ja anders nicht los. Aber so habe ich wirklich das Gefühl, ich gebe ihn in gute Hände, weil man kann ihn nicht in den Müll schmeißen. Du wirst es merken. Du wirst merken, man kann ihn nicht in den Müll schmeißen. Weißt du, was damit passieren wird? Ich kann es dir jetzt schon sagen. Was denn? Der bleibt in meiner Garderobe stehen. Der wird dich morgen, wenn du nächste Woche zur Arbeit kommst, oh Gott, der ist immer noch da. Der wird, nee, du wirst rausgehen und dann wird er da stehen. Ja. Dann wirst du ihn noch einmal anschauen und dann wirst du denken, komm mit, kleiner Freund. Und dann wirst du reingehen. Und das ist deiner jetzt, weil ich dich jetzt, so wie damals mich, der Psychopath, auch eine Stunde lang hier vollgelabert habe. Ah, ja. Du hast es durchgehalten im Würgegriff meiner Geschichten. Okay. Und dafür sage ich erstmal herzlichen Dank. Dein Netflix-Special, das kann man ab morgen um 9 Uhr morgens, ja, für Fans. Ihr könnt morgen euer Iglo-Zelt vom Fernseher aufschlagen. Ja. Ab 9 Uhr, wie vom Apple Store eigentlich, ne? Ja. Ab 9 Uhr morgens gehen die Tore auf im Netflix-Hochladegeschehen. Und dann gibt es das neue Special von Felix Lobrecht. Ich durfte es schon sehen. Es ist wirklich sehr lustig. Also, wenn ihr nicht schon Fans seid, dann werdet ihr es spätestens mit diesem Special. Hier, er will auch, dass ihr es guckt. Darf ich ihm jetzt einen Namen geben? Du darfst ihm einen Namen geben. Nenn ihn Mario. Das ist gemein. Na gut, alles klar. Hype heißt das Ganze für Felix Lobrecht. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass du hier warst. Recht herzlichen Dank. Und das war das Spiel Home is Where... Ja, Dings. Da unten steht Home is, von wo ich meinen Gegenstand...